Hallihallo Leute, wir sind in der Wüste, mal wieder, wir schabern auch fast zugleich, weil wir jetzt hier an der Stelle, ich spreche glaube ich wirklich langsam jetzt, naja, egal, weil wir an der Stelle noch Leute oder fast tote Menschen suchen wollen. Hier machen wir gleich die Rakete an. Und kümmern uns hier um die Maschinen, die wollen uns ja. Ey, du solltest doch lieber erstmal explodieren, bevor du hier anfängst rumzuballern. Und ja. Wir machen heute jetzt weiter mit der Nebenaufgabe vom letzten Mal, indem wir die verschwundene Truppe versuchen zu finden. Die an der Stelle höchstwahrscheinlich tot ist. Also wir haben zwei Mitglieder gefunden, die sind halt schon tot. Und das eine Mitglied hat wohl einen Hilferuf abgesetzt, der mitten in der Wüste ist. Von daher ist jetzt halt die Frage, lebt er noch und was ist mit dem Trupp passiert, dass die sich über drei, vier Gebiete verstreut haben? Nein, dafür wird es sicherlich einen Grund geben. Die Frage ist jetzt nur, welchen. Hallo? Ja, okay. Ich höre noch den Balken vom Ton. Ich sehe noch den Balken vom Ton beim Aufnahmeprogramm. Von daher ist alles gut. Ihr hört mich und wir dürfen jetzt erstmal weiter durch die Gegend laufen. Jetzt ist die Frage, soll ich das dann noch riskieren, in das Loch zu gehen? Ich meine, die letzten paar Male, in denen wir im Maschinenloch waren, da war gerade ein kleiner Grafikfehler, weil wir durchgeschaut haben. Weil wir die letzten paar Male nicht so freundlich erlebt haben. Ich meine, die haben uns dann an der Stelle mehrmals umgebracht. Oder mich an. Oder mich besser gesagt. Und ich habe da auch, ich glaube, schon zwei komplette Chipsätze verloren, weil ich mehr als einmal gestorben bin, hintereinander. Und ja, vielleicht sollte ich das an der Stelle vielleicht erstmal vermeiden. Warum ist das hier deaktiviert? Ich habe mir noch einen kurzen Plan gemacht, was ich jetzt hier noch aufnehmen möchte. Das sieht nicht gesund aus. Sieht überhaupt nicht gesund aus. Was? Ach so, das sind Panzerteile. Die scheinen jetzt sehr improvisiert zu sein. Ah, Mist. So, danke. Mist. Hey, schaut euch die mal an. Nee. Ich sollte da nicht in die Nähe kommen. Over there. Initiating rescue. Die sehen teilweise wirklich aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ich glaube, das ist Mad Max. Da fahren die auch auf solche riesigen Wüstenmaschinen rum. Die halt einfach voll mit irgendwelchen Speeren sind. Und die Teile sehen sehr danach aus. Und ich kann. Naja, ich möchte dich erstmal hacken. Okay, aber die wollen Rache üben. Ey, knapp, 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 knapp. So, aber ich dachte, wir hätten schon mit brechenden Maschinen abgeschlossen. Nope. Gewalt ist allumfassend. Autsch. So gesehen hast du recht, mit Gewalt kannst du alles regieren, nur ist es nicht gerade die beste Entscheidung. Ja, nein. Bitte lasst euch einfach zerstören. Ich glaube, ihr habt genug Androiden umgebracht. Wobei, ich glaube, die Maschinen sind ein Bündnis aus mehreren Maschinen. Säule, ne? So, jetzt. So. Ding noch. Das wäre jetzt so dumm. Aber Hacken abgeschlossen, weil ich meine.
Fuck, 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 fuck. Ui, 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 ui. Der macht mir ein bisschen Angst. Das muss ich sagen, der macht mir ein bisschen Angst. Und die wollen mich opfern. Und dadurch, dass ich so viel Angst habe, kann ich jetzt nicht die Texte anlesen. Die Maschinen haben nicht die verständlichste Aussprache. Was deren Sprach? Fuck. Okay, die haben anscheinend Spaß am Umbringen. Das ist kein... eine gute Kombi. Gut, gerade noch ausgewichen. So, nach. Mist. Eieiei, der... Der macht mir gerade keinen Spaß. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, es kann unter Umständen sein, dass der Speicherpunkt deswegen blockiert ist. Weil diese zwei Maschinen einfach das blockieren. Aber no, der ist noch am Leben. Ah, nein, hier werden wir nicht stehen. Wobei die lilanen Teile irgendwo hinten abfallen. Vielleicht war es doch keine so gute Entscheidung, direkt einen Bosskampf zu machen, wenn ich am Anfang der Aufnahmen heute bin. Ich meine, ich bin da jetzt halt noch halbwegs kalt. Unter anderem, weil es immer noch ein bisschen kalt hier ist. So. Einer einer großen Explosion gestorben. Stromfeste Salbe und Maschinenkern. So, was habe ich hier als Portprogramm? Klinge, Scanner, Speer. Das könnt ihr noch mal probieren. Dann sehe ich das gleich, wie es sich bei Gegnern auswirkt. Vorausgesetzt, ich komme nah genug dran. Ist. Warum laufe ich auch da direkt rein? Ich meine, es macht doch. So. Na, Mist. Ich dachte, ich schaff's noch. Und aber... hier muss ich mich weiter durchhacken. Weil sonst kriege ich die Maschine nicht klein. So, da ist noch hinten eine Säule. Wie soll die noch weghauen? Ah, das war's dann auch schon. Gut, dann haben wir den jetzt halt schnell erledigt. Eieiei. Der nimmt mich. Meine, schaut euch das mal an. Ich weiche jetzt halt auch nur wirklich aus, weil sonst nimmt der mich einfach mit durch die komplette Wüste. Na gut, dass die Androiden-Technologie immer noch so gut ist, dass sie einen nicht zerstört, wenn da jetzt halt ein fucking Panzer über einen fährt. Aber es ist trotzdem kein gutes Gefühl. So. Ja. Mist! Und mit 9S brauche ich hier an der Stelle wirklich nicht kämpfen. Weil die einfach sehr hart sind. So, noch einmal. Oh, der hat mich erstaunt. Also ich habe immer ein bisschen Respekt vor den Raketenteilen. Die nicht einfach ständig nur verfolgen. Weil die kannst du auch so nicht loswerden, es sei denn, du schießt die auch ab. Wir brauchen zwar nur einen Treffer, aber trotzdem. So. Komm. Autsch. So, leider schießt du die Bälle ein bisschen zufällig. Und war es das jetzt so? Nein, natürlich nicht. So. So, wenn man, wie gesagt, wenn man hier ein bisschen genauer sieht, merkt man, dass das an der Stelle mehrere Maschinen sind. Die geben richtig viele Erfahrungspunkte.
Und noch einen Maschinenkern erhalten. So, mein lieber Freund. Oh, du scheinst. This is one of the resistance members we were asked to locate. No vital signs detected. The unit is deceased. Damn. Analysis. All missing resistance members are deceased. I suppose we'd better return their belongings. Blutige Marke und er ist scheinbar im Sand verschwunden. Plötzlich mit seinen Waffen und Ausrüstung. So, jetzt ist die Frage, der Speicherpunkt ist der nächste. Weil da würde ich zu dem gehen und mich hier hinten dann teleportieren. Einmal, dass wir mal bei Masamune vorbeischauen, unserem Waffenschmied. Und dann noch die eine Aufgabe machen. Am besten, was ist das? Ah, eine offene Kiste. Nur... Ich sollte mal jetzt gleich da sein. Also ich hoffe mal, ich kann mich von dort aus teleportieren. Ansonsten habe ich zumindest einen Speicherpunkt. Ich schätze mal, das ist auch in Ordnung. Ah, ne. Maschinen blockieren das wirklich. So. Oh, naja. Drei Level 1 Maschinen. Also an den Eingängen... Transport. An diesen Eingängen sind immer nur Level 1 Maschinen da. Attraktionenplatz. Waldgebiet Königsgemach. So. Ja, und dann bin ich jetzt halt auch mal gespannt, wie da eine Truppmitglied reagiert. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Höchstwahrscheinlich besser als ich jetzt. Der war ja mehr oder weniger ein bisschen verzweifelt, weil er nicht wusste, wie es jetzt mit seinem Trupp steht. Von daher bin ich jetzt mal auf seine Reaktion gespannt. Wenn wir sagen, dass er von riesigen Panzermaschinen umgebracht worden ist. So, also sind wir hier im Königreich. Ich würde mal sagen, wenn wir hier schon mal da sind. Oh. Gut, das war nicht geplant. Scheinbar haben sie die Sicherheitsvorkehrungen ein bisschen erhöht. Ich würde eigentlich noch kurz im Königsgemach nachschauen, wie es da jetzt halt aussieht, aber die Maschinen sagen nein. Muss ich hier durch. So. Aber die geben erstaunlicherweise mehr Erfahrungspunkte als jetzt halt, die Ding. Diese riesigen Panzermaschinen, zumindest beim Hacken. Was das so Umbringen angeht, da eher weniger. Titanlegierung, okay. Für David haben wir gebetet, aber wir bergen den jetzt halt nur. Der Virus geht dann noch um sich und der mag uns nicht. So ganz. Da liegt noch einer. Sind die wohl alle hier gestorben oder wie? Ah, hier liegt tatsächlich was. Ein Kristall erhalten, okay. Aber sonst scheint es hier nichts zu geben. Das heißt, der König bleibt. Ja, okay, der Azai hat ihn umgebracht, also ist er tot. Aber die haben jetzt keinen Ersatz. Interessant. So, aber. Wir wollen da nichts über Könige erfahren. Wir wollen wissen, wie es unserem Schmied geht, der sich regelmäßig wohl einsperrt. Wenn der hier. Also, der könnte gerne das ruhig offen lassen. Dann habe ich es einfacher, zu ihm zu kommen. Aber. Ja, schauen wir mal. Ich betreibe eine Schmiede. Gut zu behandeln. Wenn ihr erlaubt, werde ich eure Ausrüstung verbessern. So, wir haben jetzt doch ein bisschen mehr Geld. Moldavit mit Betäubung. Phönixblitz. Energieaufladung. Potladung. Das hört sich interessant an. Drachenfluch. Verräter. Also die Sachen, die Moldavit brauchen, die können wir ausrüsten. Oder aufwerten. Verräter möchte ich mal ausprobieren. Der braucht da auch Moldavit. Stabiler Sockel könnte ich, glaube ich, kaufen. Aber machen wir erstmal die. Maschinenarm fehlt uns wahrscheinlich. Ja, Maschinenarm und großes Zahnrad. Also Zahnräder kann ich, glaube ich, kaufen. Wir können jetzt noch die Dragonerlanze
aufwerten. Dann machen wir das mal mit Drachenfluch. Und das war's dann auch schon. Na, da werde ich doch ganz sentimental. Das weiß Shredders, ihr bei euch führt, wurde vor langer Zeit von meinem Meister geschärft. Hat zu seinen Lebzeiten 8 schwarze und weiße Waffen gesammelt und verfeinert. Jedoch wurden ihretwillen sehr viel Blut vergossen, weshalb mein Meister sie an verschiedenen Orten versiegelte. Naja, wurden an ihnen Orten errichtet. Solltet ihr sie suchen? Also es gibt 8, also 4 schwarze, 4 weiße, gehe ich mal stark davon aus. Und ich denke, wir haben auch alle, wenn ich das richtig schätze, ein weißes Schwert, ein schwarzes Schwert, also ein normales Schwert. Was macht? Reduziert Abklingen, Zeit der Fähigkeitenleiste beim Angriff, okay. 2 haben wir. 3? 4? Drachenfluch, was ist das? Der Angriff in der Luft, okay, das hört sich interessant an. Details, Chance beim Angriff Feinde zu unterwerfen, okay, hört sich auch interessant an. 5 und ich weiß nicht, man kann das als 6, 7 oder ne, Ostsamurai. Also ich habe nur dann 6, dann fehlen mir sogar 2. Muss ich mal schauen, wo ich die herbekomme, weil die hören sich nicht nach den Waffen an und die Verräterlanze will ich gerne ausrüsten. Was habe ich hier unten? Okay, Kugelbuch behalte ich mal. Auch wenn ich das jetzt in letzter Zeit nicht geändert habe, aber ihr habt es nicht gesehen. Ah, falsche Speer. Nee. Usurpator. So. Damit haben wir jetzt neue Waffen. Oder ein bisschen zumindest aufgerüstet. Da können wir die hier mal testen. Und falls euch der Part hier in diesem Sonnenschein gefallen hat, würde ich mich hier um einen Like und Kommentar freuen. Und in diesem Sinne euch einen schönen Tag wünschen. Auf Wiedersehen.